Den Ausgangspunkt teile ich. Wir haben es nicht mit einer Untergangskrise zu tun. Der Kapitalismus geht nicht unter, einfach so. Das ist aber auch keine neue Erkenntnis. Das hat Rosa Luxemburg schon mit diesem schönen Wort ausgedrückt, nicht auf den Untergang des Kapitalismus zu warten. Das ist so, wie wenn man darauf wartet, bis die Sonne in die Erde fällt. Das heißt, bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Der Kapitalismus geht nicht einfach unter, im Unterschied zu einem real existierenden Sozialismus. Man könnte erklären, warum das so ist. Ein Grund ist ganz sicherlich der, den du erwähnt hast, nämlich, dass der Kapitalismus Krisen produziert, diese Krisen aber gleichzeitig zur Transformation des gesellschaftlichen Systems genutzt werden. In einem Anpassungsprozess, den Antonio Gramsci als Transformismus analysiert hat, der auch ein gewisses Mitspielen von sozialen Bewegungen erforderlich macht. Und dann stellt sich immer die Frage, mit welchen Kompromissen können diese sozialen Bewegungen was in diesem Transformationsprozess herausholen oder werden sie da subaltern integriert und kann der Kapitalismus dann so weitermachen, eigentlich wie bisher, auf einer neuen Ebene, mit neuen Techniken, auch neu organisiert, aber als Herrschaftssystem gestärkt und nicht verändert. Und das ist die große Frage, vor der wir uns natürlich auch heute befinden, wenn wir denn diese Krise auch als eine Transformationskrise interpretieren. Damit sind wir bei diesem schönen Begriff des radikalen Reformismus. Eines radikalen reformistischen Realismus. Manches ist vielleicht nicht real, sondern sehr unrealistisch. Und manches, was vielleicht auch radikal daherkommt, ist vielleicht sehr konservativ. Und ich hatte den Eindruck, in dem, was du gesagt hast, dass das zum Teil auf dieses Konzept des grünen New Deal auch zutrifft. Das lässt sich oder das muss begründet werden. Erstens einmal müssen wir uns über den Charakter der Herausforderungen Klarheit verschaffen. Da würde ich vieles teilen, was du gesagt hast. Wir haben es mit einer Mehrfachkrise zu tun. Wir haben es mit einer Finanz-, einer Wirtschaftskrise zu tun, mit Klima-, Energiekrise, mit einer Nahrungsmittelkrise. Wir haben uns mit einer Evolutionskrise zu tun. Mit einer Mehrfachkrise, aber dürfen wir dabei stehen bleiben, müssen wir nicht auch das Gemeinsame dieser verschiedenen Aspekte einer Krise sehen und hat dann diese eine Krise nicht etwas doch mit dem System zu tun und müssen wir dann nicht doch die Systemdebatte führen, die uns dann auch weiterführt in Richtung der strategisch-politischen Antworten. Und deswegen würde ich also als erste Schlussfolgerung ziehen, wir dürfen nicht einen Fehler machen in dieser Krise, dadurch, dass wir sagen, sie hat so viele unterschiedliche Aspekte, wir sollten keine, und es ist alles so dringlich, da stimme ich dir natürlich zu, wir sollten daher keine Systemdebatte führen, wir haben nicht dazu die Zeit. Ich würde allenfalls zustimmen, wenn man Systemdebatte so interpretiert, wie du das offenbar gemacht hast, nämlich wir diskutieren darüber, ob wir zuerst den Kapitalismus abschaffen, um dann die Umwelt zu reparieren und die Natur zu managen. Wie das Achim Steiner gesagt hat, wir gehen über von dem Mining of the Planet, nicht den Planeten auszubeuten, wie eine ausbeutbare Mine zu behandeln, dazu, dass wir diesen Planeten und seine natürlichen Ressourcen und die Umwelt managen, im ganz technokratischen Sinne. Sondern wenn wir also jetzt diesen Gesamtzusammenhang sehen, dann müssen wir uns auch befähigen, die weiteren Auswirkungen dessen, was wir tun, zu begreifen. Und dazu brauchen wir nun mal eine Gesellschaftsanalyse. Und wenn wir so weit sind, müsste man dann sofort einen weiteren Schritt gehen und sagen, dazu brauchen wir eine Kapitalismusanalyse. Wir können nicht darauf verzichten. Nur nicht in dem Sinne, erst machen wir Kapitalismusanalyse und dann verändern wir alles, sondern das geht natürlich nicht in getrennter Weise, sondern das, was wir verändern, muss etwas mit der Analyse, die wir getätigt haben und mit den daraus abgeleiteten Strategien zu tun haben. Die nächste Frage, die wir uns dann vorlegen müssen, ist, was haben denn diese Krisen
miteinander zu tun. Und auch da, glaube ich, hilft uns eine kritische Kapitalismusanalyse weiter. Beispielsweise, indem man entweder oder und am besten, indem man sie ergänzend beide benutzt, auf Marx und auf Karl Polanyi eingeht. Auf Marx mit seinem Doppelcharakter der Arbeit, der Produktion, der Ware, das im Prinzip der Schlüssel dazu ist, was du auch als großes Problem aufgeworfen hast. Nämlich die monetäre Seite, man muss die in den Griff bekommen, man muss die Finanzkrise versuchen, einer Lösung zuzuführen und gleichzeitig diese Krise zu benutzen als Chance, um auch die stofflichen Dimensionen zu verändern im Sinne eines ökologisch zuträglichen und nachhaltigen Entwicklungsmodells von Arbeit und Leben, von Reproduktion und Produktion. Also Marx könnte man da zu Hilfe nehmen, um dem Anspruch gerecht zu werden, den du aus der Krisenanalyse ja auch gezogen hast. Man kann auch Polanyi nehmen. Vieles, was du gesagt hast, hat mich natürlich an Karl Polanyi erinnert, der von den disembedded markets, von den aus der Gesellschaft und aus der Natur sich entbettenden Märkten gesprochen hat, die wie Satansmühlen, das ist sein Begriff, wirken, wenn man sie nicht reguliert, wenn man sie nicht gesellschaftlich reguliert, wenn nicht gesellschaftliche Bewegungen in die Märkte intervenieren, um diese zerstörerische Dynamik, die in ihnen steckt, einzudämmen. Wie hängen diese einzelnen Krisentendenzen denn eigentlich zusammen? Die Finanzkrise also lässt sich nur lösen, jetzt ganz grob gesagt, indem die Renditen, die dort selbstreferenziell erzeugt worden sind, auf das Maß der realen Ökonomie gebracht werden.